Hallo ihr Lieben, heute eine kleine Mara-Trauma-Geschichte, wie ich zu einem Produkt kam, was ich eigentlich nicht leiden kann, jetzt aber super finde. Also die Produktart kann ich eigentlich nicht leiden. Es handelt sich um Eyeliner-Pans. Ich bin Fan von Liquid Eyeliner. Gel-Eyeliner habe ich auch schon ausprobiert, Pans auch, aber ich bin immer wieder zum Liquid Eyeliner zurückgekommen. So. Meine kleine Geschichte fängt jetzt an. Ihr könnt 2 Stunden vorspulen, bis ich zur Review komme, aber ich wollte es euch erzählen. So, ich war in Hektik. Ich musste morgens zum Zug. Ich bin nach Frankfurt am Main gefahren. Es war früh morgens. Ich habe mein Handy nicht gefunden. Ohne Handy fährt Mara nicht los. Mara Drama, die erste. Ich habe dann in meiner 100-fachen Skype-Kontakteliste jemanden verzweifelt gesucht, der morgens um 6 Uhr online ist. Da findet man nur sehr wenige Leute, mit denen man vielleicht auch schon 1,5 Jahre nicht mehr gesprochen hat. Mir ist ja nichts peinlich. Ich so, super dringend, bitte klingel mich an, ich suche mein Handy. Okay, Handy gefunden, auf die Uhr geguckt, keine Zeit mehr zum Schminken. Kein Drama, ich bin jemand, der sich im Zug schminkt und dem das auch nicht peinlich ist. Also alles in die Tasche geworfen und zum Zug gehechtet. Im Zug die Sachen durchgeguckt und gemerkt, dass man keinen schwarzen Eyeliner eingepackt hat, der aber wichtig gewesen wäre. Weil wenn ich mich schon im Zug schminke, dann mache ich es recht schnell und aber auch nicht mit viel Aufwand. Also einfach Make-up, Rouge, Lippenstift, Eyeliner, Wimperntusche, das war es dann auch schon. Vielleicht noch ein Highlighter, für manche ist das schon viel, aber für mich ist es dann so minimal, also wirklich wenig. Und kein Eyeliner, also Mara Drama, die zweite innerhalb von 1 Stunde. Nicht so schlimm, denkt man sich, man hat ja ein bisschen Aufenthaltszeit, geht man also zum Irrplatz im Erfurt, um den Catrice Liquid Eyeliner in 010 Don't Leave Me Waterproof zu kaufen. Mein absolut heiliger Gral. Obwohl ich den ersten zum Testen zugeschickt bekommen habe und der mir eingetrocknet ist, habe ich ihn nochmal nachgekauft und liebe ihn nach wie vor. Es ist wirklich der beste Eyeliner für mich zur Zeit, sage ich mal. Manchmal hat man es ja so, dass während man mit der ersten großen Liebe noch zu tun hat, schon die nächste einem über den Weg läuft. Also warten wir mal ab, was als nächstes kommt. Mara Drama, die dritte. Der Eyeliner war nicht da. Ja, ich hätte mich fast auf den Boden geworfen und geheult, aber das war mir dann doch zu peinlich. Und dann habe ich halt weitergeguckt und da ich meinen Lieblings-Eyeliner schon habe, wollte ich auch nicht viel Geld ausgeben und habe dann gedacht, okay, guckst du bei Essence, ist am billigsten. Es gab noch Manhattan, Rimmel, L'Oreal, aber ich habe gedacht, okay, Essence. Die Eyeliner-Pens aus dem Standardsortiment waren alle nicht waterproof, nicht wasserfest. Ich brauche was, was wasserfest ist wegen meinen Schlupflidern, sonst tut sich das hier oben einfach abdrücken und wenn ich schwitze, und das tue ich einfach, verwischt das auch. Also blieb nur noch eine Alternative, Essence Sun Club 100% Splash Proof Eyeliner Pen 01 Ultra Black. Also er ist wasserfest. Ich denke, Splash Proof hört sich einfach viel cooler an. Jo. Ja, ich habe ihn gekauft. Ich war dann schon glücklicher, dass ich einen schwarzen Eyeliner hatte, war aber sehr skeptisch. So, ich muss sagen, es hat mich total geflasht und überrascht. Er hat natürlich eine sehr, sehr schöne, feine Spitze. Ich würde sie mir, also was ich zu meckern habe, ist wirklich nur die Spitze. Ich würde sie mir ein bisschen dünner und fester wünschen. Das ist aber nur mein persönlicher Geschmack. Ich denke, für jemanden, der gerade damit anfängt, Eyeliner-Striche zu üben, ist es doch ganz gut, dass die so ein bisschen länger ist und sehr, sehr spitz. Ich habe schon sehr viel gemalt heute. Wie ihr seht, trocknet der auch wirklich gut und sehr schwarz, tiefschwarz. Das war was ich an Eyeliner-Pens immer vermisst habe, dass die nicht so intensiv schwarz sind wie ein Liquid-Eyeliner oder wie ein Gel-Eyeliner. Ich weiß nicht, wie sie das gelöst haben. Ich war bisher mit Eyeliner-Pens, speziell denen von Essence, nie zufrieden. Aber es ist wirklich super. Ich male euch jetzt nochmal hier eins hin. So, wie ihr seht, der malt wirklich gut. Er malt, ohne dass man nochmal nachziehen muss. Und er malt wirklich schwarz. Das Tolle ist auch einfach, dass er verschiedenfarbige, verschieden dicke Striche malt. Einfach wie dick man dann aufträgt und ob man nur vorne mit der feinen Spitze malt oder ein bisschen mehr Druck ausübt. Und er sich dann so ein bisschen biegt und es dicker wird. Für sehr Geübte ist es natürlich einfach. Die fangen dann schmal an und tun oder... Ich weiß nicht, ob ihr es so rum macht. Ich mache es so rum. Wahrscheinlich bin ich der Außenseiter beim Eyeliner-Strich ziehen. Je mehr Druck ihr dann ausübt, desto breiter wird es. Also für Geübte kann es wirklich in einem Strich gehen. Aber für Anfänger ist es auch einfach sehr gut, weil man
sehr leicht mit einer feinen Spitze leichte Wackler ausmerzen kann, indem man einfach nur tupft, weil er einfach auch so krass viel Farbabgabe schon beim ersten Tupfen hat. Das hatte ich bisher noch nie. Also ich hatte immer Eyeliner-Pans, bei denen ich so rumruckeln musste, dass da überhaupt was rauskommt. Ich habe den jetzt auch schon eine Woche liegen. Es ist natürlich nicht viel in der Zeit gesehen. Sprechen wir uns in 3, 4 Wochen nochmal, aber er ist immer noch nicht eingetrocknet und ich hatte das bei Eyeliner-Pens schon, dass du die 2, 3 Mal benutzt und dadurch, dass man sie auch auf Lidschatten benutzt, sie einfach keine Farbabgabe mehr haben. Ich habe ihn jetzt auf Creme-Lidschatten benutzt, ich habe ihn auf Puder-Lidschatten benutzt, ich habe ihn auf der Haut pur benutzt. Er malt immer noch, das ist für mich auch wirklich super für das Geld. Also ich kann euch den ans Herz legen. Ich habe wirklich nur zu meckern, dass die Spitze für mich natürlich ein bisschen zu lang ist, aber ich sehe da drin auch Vorteile. Ansonsten ist es ein super Eyeliner-Pen. Ich bin so ein bisschen geheilt von meiner Pen-Phobie, muss aber natürlich sagen, dass ich dem Liquid-Eyeliner immer noch den Vorzug gebe, obwohl es dafür eigentlich jetzt gar keinen Grund mehr gibt. Das ist einfach so, ja, wie das so ist, an seiner ersten großen Liebe hängt man doch am meisten. Ich kann euch aber wirklich beide Eyeliner ruhigen Gewissens ans Herz legen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.